Das Christkönigsfest wird auch das Silvester des Kirchenjahres genannt. Etwas findet ein Ende und Neues beginnt. Das Kirchenjahr findet das Ende und es wird uns von Neuem ab dem ersten Adventssonntag geschildert, wie es zur Menschwerdung kommt, dass die Sehnsucht des Menschen sich nach jemandem ausrichtet, der Hilfe bringt. Also wir bereiten uns dann wieder für Weihnachten, die Geburt Gottes in der Menschennatur. Und wir werden zum Osterfest geführt, aber eben nicht ohne Karfreitag, welcher nämlich deutlich macht, wie sehr wir Weihnachten brauchen, wie sehr wir den Gott in der Menschennatur brauchen. Der Karfreitag zeigt, wie der Mensch ohne Gottes Gemeinschaft lebt, wenn man das überhaupt Leben nennen kann. Die Auferweckung Jesu am Ostersonntag und das Pfingstfest, die Himmelfahrt, all das führt uns hin zu dem, wie es Gott uns zugedacht hat, nämlich, dass jeder Mensch ewiges Leben haben soll, dass jeder Mensch in der Gemeinschaft mit Gott die Liebe verwirklichen kann und soll in dieser und in der kommenden Welt. Erinnern wir uns an das Dienen des Königs. Erinnern wir uns daran, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Gott selbst in Jesus hält Gemeinschaft mit den Sündern, damit sie aufhören, Sünder zu sein. Und Jesus wäscht dem Petrus die Füße. Petrus will das aber nicht. Jesus erklärt ihm: Lass es an dir geschehen. Jetzt verstehst du es noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Und ich meine, der Petrus hat später begriffen, welchen Dienst Gott ihm, dem Petrus, erweist. Und Petrus steht für die ganze Kirche. Und ich meine, dieses Du verstehst es noch nicht, dass Jesus dem Petrus gesagt hat, das kann, so meine ich, auch zutreffen für alle Menschen, die sich dann wieder auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Eigentlich verstehst du noch gar nicht so richtig, was ich Gott dir bereite in der Menschwerdung. Du feierst halt, aber warum du die Menschwerdung Gottes brauchst, das hast du vermutlich noch nicht in Fülle begriffen. Das nämlich zeigt, wie ich schon angedeutet habe, der Karfreitag. In der Welt sind die Menschen einerseits Opfer ihrer Mitmenschen, der Lieblosigkeit, der Gewalt, der Interessenslosigkeit, der Nachlässigkeit, der Vergesslichkeit. Menschen werden eben vergessen. Menschen sind füreinander Opfer und Täter, Gott sei Dank nicht nur, aber der Karfreitag hat gezeigt, dass der absolut Gute, der Heilige, der Sohn Gottes, Gott selbst, dass er ein Opfer der Gewalt wird. Und das ist der Mensch. Und erst in solcher Deutlichkeit wird uns bewusst, wie und wer wir sind. Und durch den Propheten Sacharja wird schon angedeutet, dass Gott den Geist des Mitleids ausgießen wird über alle Welt
und dann werden sie auf den blicken, heißt es, den sie durchbohrt haben. Dann werden sie sich erinnern, wir haben Gewalt angewandt gegenüber dem, der nur Gutes zur Welt gebracht hat. Und dann werden sich die Menschen auf die Brust schlagen und sagen, hab Erbarmen mit mir. Und möge es so weit kommen, dass jeder Mensch sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. In Jesus scheiden sich die Geister. Es zeigt sich, was ist nun Weisheit dieser Welt und was ist Weisheit Gottes. Die Weisheit dieser Welt verspottet Jesus und sagt, wenn du der König bist, der König der Juden, dann rette dich selbst. Ähnlich der Schächer, der zweite Verbrecher. Bist du denn nicht der Christus, dann rette dich selbst und auch uns. So ist das Denken der Welt. Wenn du Gott bist, dann bitte beweise es mir und tu mir Gutes. Gott selbst aber geht in Jesus viel, viel weiter. Und er braucht die Betroffenheit des Menschen. Er braucht die Betroffenheit des Herzens. Erst der Mensch, der seine Schuld, sein Versagen, seine Ohnmacht erkennt und anerkennt, erst der begreift, wer Jesus für ihn ist. Und wir haben auch diesen Vertreter, Gott sei Dank, heute im Evangelium zu Wort kommen lassen. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Mit dieser Haltung hat Petrus sich an Jesus gewandt. Mit dieser Haltung wenden wir uns an Jesus. Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich brauche, ja, und dass ich dich so gut es geht liebe. Und dann verwirklicht sich im einsichtigen Menschen, aber erst im einsichtigen Menschen, dass Friede durch Jesus gekommen ist. Wie wir es in der zweiten Lesung gehört haben, Gott hat durch Christus Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut. Wer nicht auch das Kreuz sieht, wer nicht auf den Gekreuzigten schaut, der wird nicht begreifen, was der Mensch zustande bringt, nämlich Unheilsgeschichte. Der wird auch mit der Auferstehung nicht das verbinden können, was ihn selbst rettet. Nämlich, uns ist der Geist des Auferstandenen zugedacht und der wird dem geschenkt, der sich an Jesus wendet. An Weihnachten werden wir hören, dass bei der Verkündigung, den Hirten wird es gesagt, Friede auf Erden sein wird. Und Gott wird verherrlicht durch seinen Sohn, der Mensch wird. Und es heißt, Licht umstrahlte die Hirten. Am Karfreitag kam Finsternis über die Welt, um die neunte Stunde, bis zur neunten Stunde. Ein Zeichen, so ist die Welt. Und denken wir daran, die Auferstehung Jesu, das war mit Licht verbunden. Und Paulus, Saulus vor Damaskus wird mit hellem Licht überstrahlt. Und immer wieder wird das Licht erlebt in der Gemeinschaft mit Jesus. Das ist dann die Erleuchtung, die uns durch den Auferstandenen geschenkt wird. Und als solche haben wir Anteil an der Gemeinschaft der Heiligen, die im Himmel sind. Bedenken wir, dass Christus Herr ist und dass er in seiner Liebe und in seiner Göttlichkeit ins Niedrigste hinabgestiegen ist, damit eben der, der durch Schuld und Sünde am Boden ist,
praktisch in selber Augenhöhe zu Jesus rüberschauen kann, wie der Schächer, der sich retten hat lassen. Gott musste herabsteigen zum Ärmsten, ob nun ein Armer als Opfer oder als Täter, wir alle brauchen Erlösung. Amen. So wünsche ich uns, dass wir nicht nur Christus dienen, sondern uns auch von Christus bedienen lassen. Dazu ist er ja in die Welt gekommen. Und wenn er uns nicht bedienen darf, dann sind wir unfähig zum Dienen.